waren Ende September bis Mitte Oktober auf Mauritius. Das heißt, wir haben dort den Frühling erlebt. Und das war eine sehr abwechslungsreiche Zeit, was das Wetter betrifft. Extrem starker Regen, extrem viel Wind, extrem intensive Sonne und immer wieder viele Wolken am Himmel. Das Wetter hat sich mehrmals am Tag verändert. Und wenn es geregnet hat, auch tagsüber, dann war es ein warmer Regen und es war um Gottes Willen keine Katastrophe, manchmal sogar eine angenehme Abkühlung. Die Luftfeuchtigkeit war sehr angenehm und wir können diese Jahreszeit nur bestens empfehlen, um Mauritius kennenzulernen. Wie heißt die Währung auf Mauritius? Die Frage haben wir uns auch gestellt, haben recherchiert bei unserer Bank. Rupien sind es. Wir wollten auch bei der Bank für unsere Ankunft mal 100 Euro tauschen, doch das war nicht mehr möglich. Man hätte es online bestellen müssen, das hätte 15 Euro Gebühr gekostet. Aber es war auch gar kein Problem, ohne Rupien ins Land einzureisen, weil man kann relativ einfach in den Wechselstuben Geld tauschen. Man muss sich ein bisschen an die vielen Scheine gewöhnen und an die vielen Münzen. Ein Rupien oder anders ausgedrückt, es gibt eine Faustformel, die man anwenden kann. Man teilt immer den Gesamtbetrag in Rupien durch 40 und dann hat man relativ schnell das Geld umgerechnet in Euro. So, unser erster Geldwechsel, den wir gemacht haben, hat irgendwie alles so was Komisches an sich, ne? So ein bisschen schmierig, komisch, als wäre es halb illegal. Ja, ja. Naja gut, wir wurden nach unserem Passport gefragt, den wir nicht dabei haben. Extra aber es war dann auch nicht, auch egal. Wir haben 200 Euro getauscht, die haben wir bekommen, 7.800 Rupien. Alles scheinbar der normale Kurs, den wir hier haben. Zumindest sah es offiziell auf der Tafel so aus. Jetzt können wir ein bisschen shopping gehen. Ja. Wer in Mauritius was erleben will, der sollte unbedingt Bus fahren. Das ist ein extrem positives Erlebnis, was man dort hat. Multikulti vom Allerfeinsten, wirklich positiv. Und wenn man keinen Busfahrplan entdecken kann an der Bushaltestelle, ist das kein Problem. Man fragt einfach den Schaffner am Eingang des Busses, wo fährt der Bus hin? Der sagt einem Bescheid, ob es passt oder nicht. Man steigt ein, setzt sich hin. Muss sich auch um die Fahrkarten keine Gedanken machen, weil in jedem Bus ist ein Schaffner, der kassiert einen direkt ab. Alles easy going. Busfahren ist total einfach. Da sitzt einer, winkt einem, sagt, wohin man will, dann winkt er einen rein, dann steigt man ein, dann kommt er, bezahlt man, dann klopft er einem wieder auf die Schulter und sagt, wo man wieder aussteigen muss. Schmeißt einen raus. Gut ist. Alles ganz gut. Und kostet nicht viel. Und kostet wirklich nicht viel. Also es war jetzt 48 Rupien für uns beide. Die Fahrt hat so circa 10 Minuten gedauert. 48 Rupien sind ungefähr 1,20 Euro roundabout. Ja, das passt. Alles easy going. Das heißt, wir freuen uns schon auf die nächste Busfahrt, egal wohin sie geht. Wir waren ja Selbstversorger und hatten ein Apartment gemietet. Somit mussten wir uns natürlich auch mit dem Thema Einkaufen auseinandersetzen. Und in Grand B war eine Shopping Mall und ein riesen Supermarkt, echt gigantisch groß, vergleichbar mit einem Edeka Globusmarkt bei uns in Deutschland. Alle Produkte kann man dort kaufen. Selbst Bioprodukte sind dort üblich.
Ja, man muss sich natürlich ein bisschen an die veränderte Sortierung im Regal gewöhnen. Ja, wir haben relativ viel Zeit am Anfang verbracht, um die Produkte überhaupt zu finden, aber das war echt fantastisch, was wir hier alles an Auswahl vorgefunden haben. Die Preise sind fast wie bei uns, bei manchen Produkten sind sie etwas höher, auch zum Beispiel bei frischen Lebensmitteln. Das ist etwas teurer als bei uns und man muss schon so ein bisschen rechnen, wie viel Geld man dann am Ende des Einkaufs wirklich ausgegeben hat. Beim Brot braucht sich Mauritius eigentlich nicht verstecken. Es gibt ganz viele Brotsorten und außerhalb vom Supermarkt gibt es auch sogar richtige Bäckereien, die so Art Vollkorn- und Roggenprodukte anbieten. Schmeckt ganz gut. Natürlich gibt es auch ganz viel Weißbrot und abgepackte Sachen. Aber frische Baguette kann man fast überall und jeden Tag erwerben. Das Bezahlen läuft dann ab wie bei uns, man legt die Waren auf ein Band und am Ende kommt eine Gesamtsumme raus und in Mauritius kann man auch mit Karte bezahlen, allerdings nicht mit EC-Karte oder natürlich in Bar.